Die DRV News vom 15. Oktober 2021. Karl Lauterbach, jetzt für Legalisierung. Richter Müller dreht wieder auf. Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 195.000 Abos auf diesem Kanal. Nicht mehr weit bis zur 200, vielleicht könnt ihr es ja gerade mal voll machen. Wir haben eine wilde Woche hinter uns und auch einen wilden Tag jetzt hier. Ich bin jetzt 13 Stunden im Büro mittlerweile, jetzt noch mal eben irgendwie frisch flockig News machen. Wenn ich gleich einschlafe hier, wisst ihr Bescheid, ja, guckt da was anderes, macht da Licht aus. Mal sehen, ne? Du machst da Licht aus, ne? Martin, Licht? Ja, gut. Also, naja, ihr wisst schon, ne? Der ist auch schon ganz schön lange hier. Wir haben die neuen Stellen alle besetzt. Das ist natürlich auch Teil dessen, dass wir hier viel zu tun haben oder auch ich, ne? Kollegen ersetzen muss und so. Jetzt kommen wir bald 3 neue Leute, dann können wir wieder richtig nochmal durchstarten. Und gerade wenn wir jetzt in der Situation neue Stellen besetzen, ja, und alle denken, so Legalisierung steht unmittelbar vor der Tür. Ja, da ist die FAQ, die Frequently Asked Question, die Mutter aller FAQs. Was macht denn der DHV, wenn die Cannabis legalisiert ist? Die explodiert in den letzten 2 Wochen. Ja, alle fragen sich, was machen die da? Werden die arbeitslos oder was tun die dann? Und wir haben halt diese FAQ, ja, könnt ihr nochmal nachlesen auf unserer Seite. Wir denken, dass es den DHV weitergeben wird nach der Legalisierung. Da wird es immer noch einiges zu tun geben. Zum Beispiel eben ein Gegengewicht der Konsumenten gegen Großkonzerne, die den Markt übernehmen oder so. Ja. Man kann Qualitätskontrollen zum Beispiel machen, man kann Proben testen in den Läden, ob die auch wirklich alle so sauber sind, wie sie sein sollen. Ja. Wie eben zum Beispiel auch manche Greenpeace Foodwatch, was weiß ich, die dann Paprika testen auf Pestizide, machen wir dann mit dem Gras. Ja. Und vielleicht sind wir noch größer als vorher. Aber vielleicht auch nicht, ja, vielleicht sind wir auch kleiner. Wir werden da mal ein Konzept zusammenschreiben jetzt, was wir dann machen als Handverband oder was der Handverband dann macht. Und ob ich dann noch dabei bin, werden wir sehen, ja, vielleicht nehme ich mir die nächste große Aufgabe vor. Mal gucken, jeder wie er will. Aber der Punkt ist, jetzt müssen wir erstmal noch richtig Gas geben und bis das soweit ist, dass es unsere ursprüngliche Aufgabe nicht mehr gibt, nämlich Cannabis vernünftig zu regulieren, den Eigenanbau mit zu regeln, die Führerscheinfrage mit zu klären und so weiter, dass das alles gerecht ist. Bis dahin haben wir noch eine Menge zu tun. Selbst wenn jetzt diese Ampelkoalition sofort Legalisierung ohne Modellprojekte in den Koalitionsvertrag reinschreibt, dauert das noch Jahre, bis das fertig ist und braucht unseren öffentlichen Druck und unsere fachliche Perspektive, damit das möglichst gut was Schönes bei rauskommt für die Konsumenten mit Eigenbau und Anbau und allem Schnickschnack. Deswegen jetzt erst recht Mitglied beim Handverband werden, bitte. Ja, wir brauchen jetzt nochmal richtig Schub für den Endspurt. Wir müssen nochmal richtig loslegen jetzt, um das wirklich irgendwie über die Bühne zu kriegen. Ihr habt gesehen, Luxemburg hat es auch im Koalitionsvertrag drinstehen. Da ist dann gescheitert am Ende. Ja, und es wird mit Sicherheit jetzt auch nicht alles so geregelt werden sofort, wie wir das wollen. Und im besten Fall ist alles tippitoppi in 2-3 Jahren. Dann könnt ihr euch überlegen, ob euch unser Konzept DHV nach Legalisierung gefällt, könnt dann immer noch massenhaft wieder austreten. Ja, dann machen wir halt was anderes. Es ist auch unser Ziel, möglichst schnell Cannabis zu legalisieren. Und wir werden mit stolzer Brust einen anderen Job annehmen. Ja, aber jetzt Endspurt, jetzt einsteigen, Handverbandmitglied werden, damit wir das möglichst konsumentenfreundlich über die Bühne kriegen. So, der Medienhype dieser Woche, um den das da eben auch jetzt geht bei der Legalisierung, ja, der war schon dramatisch. Ich kann mich kaum erinnern, dass so viele Artikel erschienen sind zum Thema Cannabis-Legalisierung, dass ich so viele Gespräche geführt habe mit Journalisten, Interviews, Hintergrundgespräche und so weiter. Hat natürlich auch damit zu tun, dass in dieser spannenden Zeit der Koalitionssondierungen, die so fürchterlich dicht halten, ja, und die überhaupt nicht erzählen, was da gerade verhandelt wird, ob es gut läuft oder nicht und so weiter. Ja, man kriegt nichts mit, Medien kriegen nichts mit. Die stehen da alle und warten, langweilen sich und ja, dann spekuliert man halt rum, wo sind die Gemeinsamkeiten, was könnte vielleicht schon abgehakt sein auf der Checkliste und was ist ein klickiges Thema, nämlich Cannabis-Legalisierung und dann geht es halt ab wie verrückt. Und ich fange da erstmal mit unserem Teil an bei dem Medienhype. Ein wichtiger Punkt war ein Interview mit der Osnabrücker Zeitung.
die danach eine Pressemitteilung rausgegeben hat, die sich dann wild verbreitet hat, ja, und zu zig Tickermeldungen geführt hat und so weiter. Ich gebe mal drei Beispiele hier. NTV, Ampel soll Cannabis legalisieren, Hanfverband sieht Chance für Coffeeshops. In Franken, Chance auf Cannabis-Legalisierung noch nie so groß wie jetzt. Verband fordert Coffeeshops in Deutschland. Rheinpfalz, Hanfverband, neue Regierung soll Cannabis legalisieren. Ja, so ging das rauf und runter. Ja, da seht ihr auch nochmal, es ist wichtig, dass es uns gibt, ja, und dass diese ganze Debatte überhaupt in dem Umfang stattfindet. Und ich konnte dabei auch ein paar Details schon mal unterbringen, wie wir uns das vorstellen, dass es eben zum Beispiel Cannabis-Fachgeschäfte werden sollen. Bitteschön, keine Apotheken und auch kein Kassenregal im Supermarkt oder so, ja, sondern richtig vernünftig irgendwie ein anständiges Fachgeschäft für Konsumenten. Aber es ging eben vor allen Dingen auch darum, eben diese Forderung klar zu machen, diese Erwartung an die Ampelkoalition und dass die Wahrscheinlichkeit dafür tatsächlich gar nicht so gering ist, weil eben zwei Partner die Legalisierung wollen und der dritte nicht weit davon entfernt ist, die SPD. Da kann wirklich was gehen. Dann kam ein weiteres Interview, Münchner Merkur. Wird die Drogenpolitik reformiert? Ampelkoalition und das Cannabis. Polizeigewerkschaft warnt Baerbock, Lindner und Scholz. Ja, da kommen dann schon langsam die Gegenstimmen rein. Da wurde dann meine Reaktion aufgenommen auf diesen Rückschlag der Polizeigewerkschaften. Aber da greife ich jetzt vor, das kommt später nochmal. Ja, ich habe da nur gesagt, ja, die sind da in so einer Sinnkrise, die Polizei, die Drogenfahnder, die das jetzt seit Jahrzehnten gemacht haben, die sollen jetzt einfach mal einsehen, dass das nichts gebracht hat und das sogar schädlich war. Das macht natürlich denen keinen Spaß. Aber wie gesagt, später mehr dazu zu den Polizeigewerkschaften. Bei mir ging es dann weiter mit dem Bayerischen Rundfunk. Cannabis-Legalisierungspläne sorgen für erregte Debatte. Da konnte ich zusätzlich zum Beispiel noch unterbringen, dass auch der Eigenanbau für uns dazugehört bei der Legalisierung, bei der konkreten Ausgestaltung. Und dann kommen zig Radio-Interviews dazu, die man gar nicht mehr online findet, dann nachher, die irgendwo ausgestrahlt werden da, ja, und keiner kriegt das mit, der nicht gerade da hinhört. Ja, Live-Ticker-Seiten ohne Ende, Cannabis-Handverband fordert Legalisierung, zum Beispiel ZDF, ja, überall, wo diese Live-Ticker sind, zu den aktuellen Koalitionssondierungen, waren wir überall dabei. Dann Bild und Tagesschau haben wir auch mit dabei gehabt diese Woche, aber die kommen auch später zu den späteren Themen dann noch dazu. Und hier will ich nur noch erwähnen, dass in einem Beitrag der Hessenschau mein Kollege vom Schildower Kreis, der Toxikologe Fabian Steinmetz, aufgetreten ist. Viele von euch kennen den von Twitter unter Doc Steinmetz. Und hier könnt ihr den in der Hessenschau mal kurz in Aktion sehen. Man könnte den Konsum risikoärmer gestalten, wenn entsprechende Produkte mit Qualitätskontrolle abgegeben werden und eine entsprechende Aufklärung auch da ist. Das ist aktuell durch den Schwarzmarkt nicht gegeben. Richter Müller dreht wieder auf. Ich habe euch letzte Woche hier schon erzählt, dass er auf Twitter viel vorhat, dass er trenden lassen wollte, unsere Themen, Cannabis-Legalisierung und so weiter, auf Twitter. Und er hat das tatsächlich geschafft, die ganze Woche über. Montag ging es los. Und ständig war also in diesen Trends bei Twitter, welche Hashtags am meisten benutzt worden sind, Cannabis dabei, immer mal wechseln mit Legalisierung oder Hashtag Zeit für Legalisierung auch mal dabei gewesen. Aber ständig ganz oben mit dabei gewesen, oft auf Platz 1, super erfolgreiche Aktion. Jedenfalls, wenn man das wichtig findet, dass die Stichworte in den Trends dabei sind. Ja, kann man auch sagen, was soll das? Ja, aber die Medien gucken halt auch viel hin, was da auf Twitter passiert. Insofern ist das immer ein ganz schönes Zeichen, dass die ganze Twitter-Community sich eben so sehr damit beschäftigt. Aber das war eben nicht alles, sondern er hat dann auch eine ganze Reihe von Interviews gegeben, ständig irgendwie hier und da auch mit Medien in Kontakt gewesen. Spiegel zum Beispiel hat seinen Artikel teilweise auch auf dem Titel gehabt, ganz vorne auf der Startseite. Ich zitiere mal den Titel und Teaser. Amtsrichter als Cannabis-Aktivist. Die Legalisierung liegt in der Luft. Der Amtsrichter Andreas Müller ist einer der lautesten Kämpfer für die Legalisierung von Cannabis über einen Getriebenen, der seinem Ziel noch nie so nah war. Passt irgendwie zu Müller, der natürlich nicht nur ein bisschen irgendwie da Legalize-Arbeit macht, sondern voll reingeht da. Zum Beispiel ein Interview in der Welt. Da gibt es bewegte Bilder, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier mal ein Ausschnitt.
Müller in der Welt. Ich arbeite nun seit 30 Jahren auch mit Polizeibeamten zusammen. Und die meisten, mit denen ich rede, die sind für eine Legalisierung, weil die unsere Jugend nicht mehr verfolgen wollen. Sie wissen, diese gesamte Prohibition hat nichts gebracht. Dann war der Richter Müller auch noch in der Diskussionsrunde bei ZDF heute. Online, glaube ich, aber auf jeden Fall ZDF. Und da ist er gegen alten Bekannten von uns angetreten, Professor Thomasius. Die ganz alten Veteranen kennen den schon. Thomasius ist immer zuverlässig zur Stelle, wenn jemand gerufen wird, der sich gegen die Legalisierung, gegen Cannabis stemmen soll und erzählen soll, wie schrecklich Cannabis ist, damit es bloß nicht legalisiert wird. Dann noch ein Professortitel dabei. Super, ja, super glaubwürdig. Echtes Zugpferd der Prohibition sozusagen, Rainer Thomasius. Und dazu auch mal ein Ausschnitt. Wir verfolgen in Deutschland in den vergangenen 10, 15 Jahren eine ausgesprochen erfolgreiche Cannabispolitik. Ja, total erfolgreiche Cannabispolitik, ja. Also da hört man auch wirklich selten jemand so überzeugt sagen, wie toll unsere Cannabispolitik ist. Und der Richter Müller hat auch sofort darauf reagiert. Ist es erfolgreich, dass wir über 50 Jahre Hunderttausende von Menschen in die Knäste gesteckt haben, mit den Folgen für die Familien, mit den Folgen für die Menschen selber, und haben nichts damit erreicht? Der Kampf gegen die Drogen ist gescheitert. Auch bei diversen Anhörungen bin ich dem Professor Thomasius schon begegnet im Bundestag. Ich glaube auch mal in irgendwelchen Landtagen. Der hat erstaunlich viel Einfluss. Von dem sind auch Papiere und Fakten und Daten unterwegs, teilweise im Büro der Drogenbeauftragten, die ich mitbekommen habe, wenn seine Papiere dann da auf dem Tisch liegen, um da irgendwie zu argumentieren. Und der ist nicht gerade im Mainstream der wissenschaftlichen Meinung, sag ich mal, wo er sich aufhält. Und je näher die Legalisierung kommt, desto abenteuerlicher werden seine Behauptungen. Dazu auch nochmal ein Ausschnitt. Bei denen, die bereits im Jugendalter konsumieren, sind es 25-50% mit einer Cannabisabhängigkeit, die bis in das Erwachsenenalter dann sich Ja, und wenn Thomasius dann bei super klaren Fakten wirklich nicht mehr sich irgendwas aus dem Hut zaubern kann an irgendwie merkwürdigen Fakten, alternativen Fakten, dann wird es rhetorisch gelöst, das Problem, zum Beispiel bei der Tatsache, dass es sehr viele Alkohol- und Tabaktote gibt, aber keine Cannabis-Toten, ja, dann sieht das so aus. Natürlich ist die Todesfolge der Cannabinoide nicht so gravierend, wie wir sie bei anderen harten Drogen kennen. Also er sagte null. Kennen, aber ja, keine. Die null. Die Todesfolgen sind nicht so gravierend bei Cannabis. Ja, so kann man das dann auch machen, wenn man Thomasius heißt. Ja, es gibt null Cannabis-Tote. Dann sagt man einfach, die Todesfolgen sind nicht so gravierend. Ja, damit alle denken, das ist immer noch total gefährlich. Es gibt halt keine Cannabis-Toten. Ja, das kann man auch anders darstellen, sag ich mal. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weitere Schnipsel zeigen von Richter Müller, aber wir haben keinen gefunden, der irgendwie vernünftig zusammenhängt, ist unter 15 Sekunden, und es gibt ja jetzt die neuen Urheberrechtsregeln, und wenn wir da jetzt so ein längeres Stück hier bringen in den News, dann müssen wir damit rechnen, dass die ganzen News tot sind sozusagen, nicht durch die YouTube-Filter durchgehen. Deswegen können wir es leider nicht machen, aber die ganze Diskussion ist natürlich unter dem Video verlinkt. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile online, weiß nicht so genau, dass ihr euch das Ganze nochmal angucken könnt. Müller versus Thomasius ist natürlich eigentlich ein krass spannender Showdown. Ja, guck mal, was die beiden draus gemacht haben. So, jetzt trotz diesem ganzen schicken Medienklimbim, ja, was für uns natürlich auch nicht alltäglich ist, ist meine heimliche Nachricht der Woche: Karl Lauterbach für Legalisierung nach Sinneswandel. Auch das ging wahnsinnig durch die Presse, überall Lauterbach für Legalisierung jetzt, großes Kino. Und warum finde ich das jetzt so wichtig? Ja, Grüne und FDP-Politiker sagen auch ständig, dass sie für Legalisierung sind. Aber ja, wir spekulieren ja jetzt alles, was passiert denn jetzt da bei den Sondierungen, später bei den Koalitionsverhandlungen? Wie wird sich die SPD vor allen Dingen verhalten? Wie viel Widerstand wird die leisten gegen dieses Ansinnen der beiden anderen, Cannabis zu legalisieren? Die wollen ja nur Modellprojekte machen, werden die das verzögern? Aber Lauterbach dürfte da wirklich eine Schlüsselfigur sein, weil der ist der bekannteste, wichtigste Gesundheitspolitiker der SPD, der wird mit Sicherheit bei den Verhandlungen eine große Rolle spielen. Und wenn der jetzt in dieser Zeit, in dieser Phase mit den Sondierungen sagt, dass er seine Meinung geändert hat und für Legalisierung jetzt ist,
dann ist das wirklich ein sehr gutes Zeichen. Und seit diesem Moment sozusagen, seit dieser Woche, bin ich wirklich zuversichtlich, dass das klappen kann mit der Legalisierung. Mehr als bisher, ja. Jetzt wüsste ich wirklich kaum noch, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen wollen. Ja? Wenn die Ampel zustande kommt, muss man auch sagen. Kann auch sein, dass das Ganze nochmal scheitert. Doch große Koalition oder Jamaika mit der CDU kommt und dann sieht die Sache anders aus. Aber jetzt mit Lauterbach im Boot auf der SPD-Seite sollte das Ganze zu schaukeln sein. Dass der Sinneswandel von Lauterbach ein bisschen merkwürdig zustande gekommen ist, mit einer komischen Begründung, ja, das spielt eigentlich nur am Rande eine Rolle, ist aber auch viel diskutiert worden, auch in den sozialen Medien. Der hat nämlich wohl ursprünglich gesagt, er ist jetzt für Legalisierung, weil auf dem Schwarzmarkt das Cannabis mit so einer Art Heroin vermischt wird und was eine große Gefahr für die Konsumenten ist, was man eben nur durch eine Regulierung des Marktes im Prinzip auflösen kann, das Problem. Und wusste natürlich niemand irgendwas von Heroin im Gras. Wir sind da auch gefragt worden, wie kommt der denn jetzt da drauf? Gab auch entsprechende Kommentare dann. Er hat dann aber relativ schnell klargestellt, wiederum über Medien dann, ich habe es in der Zeit online gesehen, dass das wohl ein Phänomen aus den USA sei und in Deutschland wären nur Cannabinoide und Amphetamine beigemischt gefunden worden in den Proben. Stimmt auch alles nicht so ganz, ja, also Heroin gibt auch in den USA nicht im Gras in größerem Umfang, ja, weiß auch kein Mensch was von und Amphetamin gibt es auch in Deutschland nicht im Gras, ja. Künstliche, synthetische Cannabinoide und andere neue psychoaktive Substanzen wäre die perfekte Formulierung gewesen, ja. Da sterben auch Leute dran, wie Heroin, ja, das hätte gereicht, sag ich mal, für die Begründung, sauberes Gras ist besser. Aber ist auch vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Lauterbach hat den Kern des Problems erkannt und das Wichtigste, auf dem Schwarzmarkt gibt es gefährliche Beimischungen, synthetische Drogen, Streckmittel, was auch immer, große Gefahr für die Konsumenten, mehr als Cannabis selbst. Deswegen müssen wir legalisieren, Markt regulieren, vernünftige Qualitätskontrolle einführen. Lauterbach, super, go! Die Story hat uns übrigens den Eintrag auf tagesschau.de eingebracht, den ich am Anfang noch erwähnt habe, wo es eben um diese ganze Heroin, Lauterbach, Cannabis-Geschichte ging und in dem Faktenfinder-Artikel habe ich dann sozusagen die Ehre des letzten Satzes. Lauterbach trifft voll ins Schwarze, auch ohne Heroin im Gras. Ja, wer vielleicht bei der etwas gekürzten Version meines Statements da auf tagesschau.de nicht ganz verstanden hat, was ich damit meine, hat es jetzt verstanden. Ja, wenn nicht, nochmal den Beitrag gucken, hier zurückspulen. Auch die Junge Union merkt langsam, dass da irgendwie was im Busch ist, dass sie vielleicht nicht so ewig so weitermachen können mit ihrer Ablehnung gegenüber der Legalisierung, mit ihrem Hardcore-Repressionskurs. Der Chef Kuban, Tilman Kuban, hat jetzt gesagt, dass die Mehrheit für ein Verbot, die aktuell bei der Jungen Union besteht, immer dünner wird. Und dass er damit rechnet, wenn es beim nächsten Mal wieder zur Abstimmung steht, bei einer der nächsten Abstimmungen, dass dann diese Mehrheit fürs Verbot fällt und die Junge Union sich für Legalisierung aussprechen wird. Das kann man natürlich annehmen, dass die ganze krasse Wahlniederlage der Union dazu beiträgt, ja, dass sie auch merken, sie kriegen keinen Fuß mehr auf den Boden, gerade bei den jüngeren Menschen irgendwie mit so einer Position. Aber muss man auch fairerweise sagen, das fängt ja nicht erst nach der Wahl jetzt an, sondern in der Jungen Union gibt es schon lange Diskussionen darum, das ist genau wie bei einer großen Partei, das dauert lange, bis da irgendwie mal bis da eine Entscheidung fällt auf Bundesebene. Landesverbände, Ortsverbände gibt es schon, die für Legalisierung sind. Ich war zum Beispiel vor einer ganzen Weile mal bei der Jungen Union in Stuttgart, die hat auch die Legalisierung beschlossen. Und jetzt wieder angefragt, ja, mich wieder eingeladen. Wir suchen gerade einen Termin für ein Podium in Stuttgart, an dem ich dann teilnehmen und diskutieren werde. Auch schönes Beispiel, dass die Corona-Zeit langsam zu Ende geht und man sich wieder live treffen kann. Also werde ich sicher hier verkünden, sobald dieser Termin steht. Jedenfalls, wenn der öffentlich ist und der Raum groß genug, ja, dann sage ich nochmal Bescheid. Dann sehen wir uns in Stuttgart. Mal gucken, ob die Union den Umschwung dann wirklich schafft. Im Moment sieht es ja fast so aus, als würde die Junge Union von der Realität überholt werden, von der Legalisierung. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras?
Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Aber jetzt nochmal zum Negativen sozusagen, zur Gegenbewegung nach diesem ganzen Riesenhype Anfang der Woche, dass also quasi die Legalisierung in Medien schon für übermorgen herbeigeschrieben wurde, die Shops eröffnen am Sonntag so ungefähr, ja, da ist dann, wie zu erwarten war, die Gegner hervorgekommen. Und ich werde oft gefragt, was ist denn der größte Widerstand, welche Lobby ist am meisten gegen Legalisierung? Dann sage ich die Polizei. Verschiedene Gewerkschaften, auch mal ein Landeskriminalamt und so, ich sehe die immer bei den Anhörungen. Polizei ist fast immer dabei, die sind immer gegen Legalisierung. Insofern, die sind glaubwürdig, ja, also die sind noch präsenter als Thomasius, ja, die Polizei in Gesamtheit, muss man jetzt sagen. Echtes Problem für Legalisierer, die Polizei. Und auch Psychiater sind da nochmal andere auch hervorgekommen, ja, wahrscheinlich irgendwie Kollegen vom Thomasius im selben Netzwerk da. In Berliner Zeitung zum Beispiel wurde ein anderer zitiert, der dann auch sagt, uns fällt der Himmel auf den Kopf, wenn wir jetzt Cannabis legalisieren. Aber zurück zur Polizei. Also das war nämlich der größte Aufschlag diese Woche, unmittelbar nach meinem Interview mit der Osnabrücker Zeitung, was dann bundesweit irgendwie Widerhall gefunden hat, war dann die Polizeigewerkschaften in der Osnabrücker Zeitung, selbst Medium, die haben wieder eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und haben das bundesweit verbreitet. Und dann hieß auf einmal überall, Polizeigewerkschaften warnen vor Cannabis-Legalisierung, warnen die Ampelkoalition und so weiter. Also auch ein riesiger Aufschlag. Und ja, die finden eine super Idee mit dem Verbot. Die meinen, Cannabis ist eben so gefährlich, ja, dass das auf keinen Fall irgendwie legalisiert werden darf. Unsere Antwort darauf wiederum ist wieder in Medien gekommen, ist dann wieder ein bisschen mit hochgespult worden mit der ganzen Polizeierwähnung und so weiter. Aber jetzt höre ich mal auf mit Textmedientreffern, sondern gehe mal auf Bewegtbilder, die haben wir in dem Fall, nämlich den erwähnten Bildtreffer vom Anfang. Ja, da hat nämlich Bild TV eingeladen, mich zum Streitgespräch gegen den Herrn Schilf. Der ist der stellvertretende Vorsitzende der GDP, der Gewerkschaft der Polizei. Es gibt ja zwei von denen, ja, Gewerkschaft der Polizei und Deutsche Polizeigewerkschaft. Ja, warum auch immer. Die eine ist konservativ, die andere ist super konservativ. Ja, das, keine Ahnung, können wir mal zusammenlegen. Ja. Auf jeden Fall, dieser Dietmar Schilf ist im GDP-Vorstand und ist da zuständig für die junge Gruppe der GDP. Und der Mann sagt, die GDP hat sich zum Thema durchaus offen diskutiert in den eigenen Reihen, ja, sie haben sich damit beschäftigt auf ihrem Kongress und so, und das zeige ich euch jetzt mal, erster Ausschnitt. Wir haben auf einer Fachveranstaltung 2015 in Berlin zum Beispiel mit dem BKH-Chef Holger Münch gesprochen und anderen Fachleuten aus anderen europäischen Ländern, sowie mit dem Professor Dr. Rainer Thomasius. Okay, also man hat sich im Jahr 2015 über dieses Thema mit anderen Polizisten unterhalten, mit dem BKA-Chef und Polizisten scheinbar aus anderen Ländern und mit Fachleuten, nämlich Professor Thomasius. Mit dem Mann, den man immer ruft, wenn jemand etwas gegen Cannabis und gegen Legalisierung sagen soll, den haben sie gerufen, haben sie eingeladen, um Cannabis offen und kontrovers zu diskutieren. Und was dabei rauskommt, noch ein Ausschnitt. Die waren natürlich davor vor den Folgen von jahrelangem Cannabisgebrauch. Ja, Thomasius warnt vor Cannabisgebrauch. Ja, große Überraschung, oh Wunder. Die laden als einzigen Thomasius ein und sagen dann, oh, Thomasius hat vor Cannabis gewarnt, deswegen sind wir gegen Legalisierung. Ja, irgendwie faszinierend. Ich kann mich sogar erinnern an diese Diskussion. Das war nämlich damals, 2015, ging es ein bisschen durch die Medien. Es gibt auch einen Beitrag auf handverband.de zu dieser Veranstaltung, ja, weil wir immer schon dabei waren. So, es gibt doch einen Haufen Polizisten, die wollen gar nicht mehr die Cannabiskonsumenten jagen. Wieso sind diese Gewerkschaften immer noch so krass irgendwie dafür, die Repression weiter durchzuziehen? Und da war dann eben mal so eine Diskussion. Und ja, eben Thomasius da und Frau Mortler war noch da, die Drogenbeauftragte der CSU, die war auch auf dieser Veranstaltung 2015, aber sonst eben keiner. Ja, also wirklich doll.
Und offenbar, wenn der jetzt immer noch auf diese Veranstaltung verweist, der Herr Schilf, dann hat es seit 2015 keine Diskussion in der GdP mehr gegeben über dieses Thema Cannabis. Gibt es überhaupt nicht. Also ich rufe jetzt mal alle Polizisten hier, alle Mitglieder der GdP auf, da mal die Revolution zu starten und mal eine vernünftige Diskussion bei der GdP anzuzetteln. Ja, mal wo auch nicht nur Thomasius gehört wird, sondern mal verschiedene Seiten, damit man sich mal vernünftig ein Bild machen kann da. Und wenn da gar nichts geht, ja, also wenn ihr vielleicht auch, vielleicht vergreisen die da auch, ja, von wegen junge Gruppe der GdP beim Herrn Schilf, keine Ahnung, ob die überhaupt jüngere Mitglieder haben. Aber auf jeden Fall, wenn da nichts geht, ja, dann, und ihr wollt nicht weiter Cannabiskonsumenten jagen, meldet euch bei LEAP an, Law Enforcement Against Prohibition, Gesetzeshüter gegen Prohibition. Die kritisieren das Ganze nämlich, die sind dafür, Cannabis zu regulieren, die Konsumenten nicht mehr zu jagen. Und von LEAP gibt es auch eine Stellungnahme zu die GdP und DPOLG Statement. Verlinke ich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken. Ja, und Polizisten, wehrt euch dagegen, was eure Gewerkschaft da verzapft. Ist echt unglaublich. Diese ganze Geschichte zeigt auch, dass der Kampf noch nicht gewonnen ist. Ich habe durch solche Statements schon richtig die Stimmung kippen sehen. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit gehabt zu recherchieren. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, weiß nicht mehr, ob es Niedersachsen oder Schleswig-Holstein war. Die hatten eine Anhebung der geringen Menge im Koalitionsvertrag drinstehen, vermutlich von 6 auf 10 Gramm, bis zu denen die Strafverfahren eingestellt werden sollen. Und dann gab es eben auch so einen Proteststurm, wie wir den jetzt sehen, ne? Irgendwelche Suchtberater, Psychiater und die Polizei eben. Da hat die SPD kalte Füße gekriegt und da ist nie was draus geworden. Die haben das nicht umgesetzt. Und das ist natürlich dann schon peinlich einerseits, ne, für so eine Koalition, aber auch ja, echt fragwürdig, ja, dass die Polizei, die ja eigentlich ausführendes Organ ist, ja, sich so dermaßen da einmischt. Und es zeigt eben auch, die Sache ist noch nicht gegessen. Selbst wenn das Ganze, wenn die Ampel das in den Koalitionsvertrag reinschreibt, danach wird es ausufernde Diskussionen geben. Da werden die Warner alles geben, um dagegen zu halten, um weiter Leute zu jagen, wenigstens den Handel zu unterbinden und so. Ja, da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Jetzt DHV-Mitglied werden, damit wir das wirklich schaffen, das über die Bühne zu kriegen. Cannabis legalisieren, jetzt. Wir haben eine Chance, wenn wir stark genug auftreten. Jetzt noch von mir ein kurzer Ausschnitt aus dieser Debatte bei Bild. Die Repression wird immer schlimmer in Deutschland. Der Verfolgungsdruck für Hanffreunde wird immer schlimmer, ohne dass das irgendwie den Konsum reduziert. Ist grandios erfolglos, diese ganze Geschichte. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der kompletten Sendung. Guckt euch das mal an. Ja, ist nicht so irre lang. Kann man sich ruhig mal eben durchgucken. Eine kurze internationale Nachricht möchte ich hier noch reinbringen und nicht vergessen. Nämlich der Friedensnobelpreis hatte dieses Jahr eine drogenpolitische Note. Geehrt wurde damit nämlich Maria Ressa. Die Journalistin aus den Philippinen hat mutig angeschrieben gegen den unglaublichen Drogenkrieg, den der Präsident Duterte in den Philippinen da veranstaltet hat. Da sind bei Polizeieinsätzen zigtausend Leute mal eben so locker aus der Hüfte erschossen worden, ohne Gerichtsprozess oder so, weil sie eben verdächtigt wurden, Drogendealer zu sein oder auch einfach Drogenkonsumenten, ja, die weggelaufen sind, als die Polizei kam, was weiß ich. Und der Präsident Duterte, der hat auch sich selbst mit Adolf Hitler verglichen, hat auch gesagt, ja, könnte auch ruhig Millionen von Drogenkonsumenten umbringen, würde ihm gar nichts ausmachen, ja, wäre stolz drauf, so ungefähr. Und er hat auch damit geprallt, dass er selber schon in der Stadt rumgefahren ist und Leute erschossen hat, ja. Unglaublich, dass die den da irgendwie, ja, dass die Philippiner den da immer noch gehalten haben. Auf jeden Fall in so einem Umfeld dann gegen so eine Regierung anzuschreiben, ist natürlich lebensgefährlich am Ende. Die wird auch entsprechend bedroht und die Regierung macht irgendwelche Gerichtsprozesse gegen die Frau und so. Braucht man schon sehr viel Mut. Insofern Glückwunsch an der Stelle zum Friedensnobelpreis an Frau Ressa. Duterte hat mittlerweile seinen Rückzug angekündigt. Ja, da irgendwann ist der Spuk vorbei da mit dem. Da kann man nur hoffen, dass die Nachfolgeregierung da irgendwie mal wieder zur Vernunft kommt. So. Sie das werden ist ein dann auch sehr nicht emotionales Thema, Herr Müller. Natürlich ist es so und ich kämpfe da auch weiter, ja, für. Jetzt wollte ich aber und jetzt müssen wir und noch müssen, einen Satz, ja, an die ganz Polizei kurz, weil wir müssen, sonst kriege ich Ärger. Zu den und noch eine Frage. Nee, Herr Müller. Ich bin gespannt, was bei den Ampelgesprächen jetzt rauskommt, ob sich tatsächlich SPD, Grüne und FDP darauf einigen können. Aber danke, dass Sonst Sie bei mir wird die waren. Legalisierungsbewegung noch stärker und stärker. Im Moment, okay, twittern wir seit Tagen für die Legalisierung. Es sind nicht mehr kleine Käfer, die irgendwo sitzen. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung und hoffe, bald wieder hier zu sein, ja, wenn die deutsche Cannabis-Szene die Legalisierung feiert. Wir werden Sie dann auf jeden Fall einladen.
Also jetzt zu den Terminen aber. So. In Oldenburg trifft sich die Ortsgruppe am Sonntag, den 17. Oktober. In Koblenz Montag, 18. Oktober. Bochum Dienstag, 19. Oktober. Heidelberg, 19. Oktober. In Berlin trifft sich die Gruppe Mittwoch, 20. Oktober. Hamburg, 19. Wieso ist der 19. vorm hinterm 20.? Jetzt macht es sich nämlich bemerkbar mit den 13 Stunden. Hamburg, 19. Oktober. Mary Jane, 22. Das ist keine Ortsgruppe. Die Mary Jane ist keine Ortsgruppe, ist auch kein Stadtname. Das ist die große Hanfmesse in Berlin. Freitag, 22. Oktober bis 24. Oktober, Sonntag. Die größte deutsche Hanfmesse, Consumermesse nach Corona. Die erste auch. Auch darauf haben die Veranstalter Wert gelegt. Das ist die erste jetzt wieder. Sie ziehen das durch. Gibt bestimmt irgendwelche Gehregeln und so. Ja, klar. Wir werden einen Stand haben vom Handverband aus, ganze Zeit besetzt, 3 Tage lang. Auch ich werde da sein, überwiegend, ja, vielleicht nicht eine Minute nach Toröffnung, aber doch die meiste Zeit da sein, ansprechbar sein. Wer sich also dahin begibt, ja, kommt ruhig zum Stand, quatscht mal ein bisschen mit uns. Und der nächste Termin ist Ortsgruppe München, auch in dem Zusammenhang, Freitag, 22. Oktober. Die machen eine Gruppenreise zur Hanfmesse Mary Jane nach Berlin. Gute Fahrt nach München. Vielleicht haben die noch Platz im Bus. Ja, es gibt eine Münchner Abteilung in unserem Forum. Vielleicht könnt ihr da mal nachfragen. Und dann geht es weiter mit den nächsten 3 Ortsgruppen. Oldenburg, Sonntag, 24. Oktober. Hamburg, Dienstag, 26. Und nochmal Online-Hanftisch, Hanfverband Rhein-Neckar, auch Dienstag, 26. Oktober. So, wir beide überlegen uns jetzt, ob wir gleich hier bleiben, irgendwie unterm Tisch pennen ein paar Stunden und gleich wieder weitermachen oder ob wir nach Hause gehen. Euch wünsche ich noch ein... Likes und Abo müsst ihr noch machen. Ja? Und dann wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis bald. Mitglied beim Handverband werden, nicht vergessen. Ja, auf Wiedersehen.